Hallo liebe Geschwister, ich hoffe geht's euch gut. Ich wollte kurz ein Video machen zu Alois Irlmeier oder besser gesagt, ich sage ihm Alois Irrlehrer, leider. Ich weiß, dass ich jetzt einige enttäuschen werde, aber ich sage nur meine Meinung, beziehungsweise ich schaue das an, was die Bibel sagt zu einem Wahrsagegeist, denn eindeutig, dass Alois Irlmeier einen Wahrsagegeist hatte. Und hier ein kurzer Text, was wir sehen. Ich habe das rot unterstrichen. Telegram habe ich das gefunden. Der beste Hellseher der Neuzeit. Also er wird sogar als Hellseher bezeichnet. Ja, und wir finden zum Beispiel in Apostelgeschichte 16 eine Geschichte zu diesem Thema. Drei Verse 16 bis 18. Also die Magd mit dem Wahrsagegeist. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Ja, und hier oben heißt es über den Text: Alles, was nicht aus Bibel Prophetie ist, ist Wahrsagegeist und der kann durchaus wahr sein. Ja, aber es ist so, bei Alois Irlmeier war der Paulus nicht dabei, sonst hätte ihn auch dieser Wahrsagegeist aus der Alois Irlmeier rausgeboten. Ja, jetzt sagen wir noch einmal, also kurz ein paar Texte von der Bibel. Ich lese euch mal vor 5. Mose 18, 9 bis 12. Und hier steht: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen tun die Gräuel dieser Völker, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager oder Tagewähler oder der auf Vogelgeschrei achte oder ein Zauberer oder Beschwörer oder Wahrsager oder Zeichendeuter oder der die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir her. Ja, und es steht in 3. Mose 20, Vers 27 weiter unten: Wenn ein Mann oder ein Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein wird, die sollen des Todes sterben, man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Denn es ist schon ein Problem, wenn man einen Wahrsagegeist hat, und Alois Irlmeier hatte diesen Wahrsagegeist gehabt. Deswegen hat er die Zukunft gesehen. Ja? Es gibt zum Beispiel bei den Siebenten Tags Adventisten eine Prophetin, die heißt Ellen White. Die hatte auch einen Wahrsagegeist. Ja? Also viele Sachen, was sie sagen, ist richtig. Das ist nicht das Problem. Und das ist auch nicht die Frage, sondern das ist ein falscher Geist, das ist ein Dämon, ja. Und wir sollen nicht an Dämonen hören, sondern an das, was der Herr uns sagt. Und uns reicht die Bibel völlig aus, ja. Und da kann man Jesus Christus erkennen. Und es ist auch egal, ob diese Propheten jetzt auf Jesus hinweisen oder nicht. Aber das Problem, was ich sehe daran, auch sehr viele Ungläubige nehmen diese Wahrsagerei, diese Hellseherei, was Alois Irlmeier zum Beispiel gesagt hat, nehmen das an, ja, sind aber nicht gläubig. Also es ist eher eine Sensation. Oh, drei Tage Finsternis. Oh, ganz interessant. Und wir sehen, hier gibt es noch eine Mühlhirsel, der erste Buch. Dann gibt es weiter der Nostradamus. Also das ist halt diese Schiene oder da unten der Baba Vanga. Es ist nicht von Gott.
Und das gehört zu Okkultismus, das Wahrsagen, das ist ein Gräuelsünde und Gott gefällt es nicht. Dann hier ein Buch wie der Prophet der Finsternis, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist nicht vom Heiligen Geist. Seht ihr in die Augen rein? Also ich weiß nicht, ob jemand das noch sehen kann. Also ich sehe in die Augen und ich sehe, dass dieser Geist einfach nicht passt. Das ist nicht von Gott. Also ich möchte wieder, wie gesagt, nicht irgendjemanden verletzen. Ja, das ist halt meine Meinung und ich habe das so erkannt. Ein Wahrsagegeist gefällt Gott nicht und das hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Shalom.